So, da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play 4.2 Project Origin. Und wie wir gleich hören werden, sind wir wie Freibier auf einer Biker-Party. Aber da lasse ich den guten Snakefist mal weiterreden. Hier auf einer Biker-Party. Sie riecht sie. Und sie möchte sie verzehren. Ja, die Alma möchte uns verzehren, aber das haben wir am Ende der letzten Folge schon gehört. Jetzt gucken wir mal weiter, dass ich mich hier auch nicht verlaufe oder so und nicht wieder so verjage wie beim letzten Mal. Das war echt ein bisschen peinlich. Die Folge müsste, glaube ich, heute rausgekommen, nee, gestern rausgekommen sein. Ich nehme heute wieder mal sehr kurz vor knapp auf, weil ich in letzter Zeit sehr viel anderes zu tun habe. Und ja, es wird dann relativ pünktlich, hoffe ich, sein. Genug von dem. Oh, eine Annäherungsmine. Die werde ich wahrscheinlich gleich brauchen und das gefällt mir gar nicht. Wir wissen ja alle, wenn es irgendwas Neues gibt, wird man das auch bald nutzen müssen. Immerhin erfreuen wir uns voller Gesundheit. Und voller Rüstung und vollen Medikits und voller Munition. Das ist alles etwas, was mir sehr zu denken gibt. Und diese ganzen blutüberströmten Leichen hier helfen mir jetzt auch nicht gerade dabei, mich sehr wohl zu fühlen. Und ja, Gott sei Dank habe ich mein Handy auf lautlos gestellt, weil wenn das jetzt losgehen würde, würde ich mich wahrscheinlich total erschrecken. Okay, ihr hättet wahrscheinlich was zu lachen dann. Ah, hier, die Türen sind gesperrt. Irgendwas sagt mir, dass das bald nicht mehr der Fall sein wird. Hier auch nicht durchkomme, gefällt mir auch nicht. Kann ich hier die Scheibe einschlagen? Nee. Nicht, was da drinne ist oder war. Obwohl, ehrlich gesagt, würde ich es gar nicht wissen. Kann ich hier? Och nö. Na dann, öffnen wir mal die Kammertüren, ne? Mein Instinkt sagt mir, dass das ein Fehler gewesen sein könnte. Jetzt ist hier vorne auch die Tür zu. Ja, die da hinten ist offen. Wie komme ich jetzt da hinten hin? Ah, da oben durch. Das ist doch so ungesund. Das ist so was von ungesund, liebe Leute. Ich will gar nicht wissen, was hier das Vieh gerade weggesnackt hat. Yep. Das sieht so aus, als ob ich hier unbedingt sein will. Dieser Kackviecher! Oh! Jedes verschissene Mal. Hier ist wieder ein bisschen Feueralarm. Könnt ihr mir bitte die Türen wieder absperren? Was zur verdammten Hölle? Töten, aber so werden die Viecher anscheinend hergestellt. Ja, ich will hier unbedingt sein. Wo ist das Drecksvieh? Da ist es. Diese Kackviecher, ey. Warum auch diese Geräuschkulisse von dem anderen Vieh? Ist sehr beruhigend. Der hab ich nicht kleiner Wichser. Bis das Glas nicht kaputt machen sollen. Dadurch habe ich dich gehört. So, dann schalten wir mal das Feuer ab.
müssen hoffen, wir bekommen nicht noch weiteren Besuch, aber ich will mich erstmal umgucken. Ah! Ist mir gerade die Katze an den Arm gegangen. Ja, das glaubt mir jetzt natürlich auch jeder. Aber es ist Fakt. Die Leute, die schon länger zugucken, wissen ja, dass ich eine dezent nervige Katze habe. Oh, ein Hinweis, den lesen wir mal. Der äußere Ring. Testerinnerung. Wir sind dabei, nächste Woche die Testanordnung 62 mit den Testobjekten C5000 bis C5050 durchzuführen. Dazu müssen die Betäubungsmittel rechtzeitig von Labor 12 angefordert und der militärische AV auf den neuesten Stand gebracht werden. Wichtig! Die Testobjekte müssen während des Transits gesichert sein. Die Transporteure sollten Schutzkleidung gegen mögliche Bisse tragen. Herzlichen Glückwunsch! Speichere Daten. Das heißt, ich muss hier weiter. Aber ich war doch noch gar nicht da, wo das Feuer gebrannt hat. Den habe ich gut weggenutzt. Will ich auch nochmal zurück. Weil meine Rüstung sieht schon mal nicht mehr ganz so gut aus. Generell meine Gesundheit. Dann meine ich jetzt nicht meine Konstitution hier vom Rechner. Durch wieder hoch. Ja gut. Ich will nämlich nochmal da hinten in den anderen Raum. Wir kennen dieses Spiel ja mittlerweile. Siehste? Wusste ich, dass hier noch irgendwas war. Das war ein kleiner Reflexindikator, der uns mehr Slow-Mo gibt. Aber ich hätte trotzdem gerne ein bisschen Rüstung. Und ein bisschen Munition. Medipacks und Leben haben wir ja noch. Nur bei dem Rest hapert es ein bisschen. Und dieser Typ da unten geht mir tierisch auf den Zwirn. So einem komischen Reality-TV-Stuhl da unten. So, diesmal habe ich dich auch wieder rechtzeitig gesehen, Junge. Wenn ich da drauf eingestellt bin, auf die Viecher, da ist es gar nicht mehr so schlimm. Außer es sind zwei. Wo ist der zweite da? Das war fies, liebes Spiel. Das war richtig fies. Na gut, dass du dir gerade vorher eine Weste gegeben hast. Okay, was habe ich gedrückt, um die Granaten zu wechseln? Ach, X war's. Clear. Schrotgewehrmuni voll. Hier liegt noch eine Weste. Da lag, glaube ich, auch noch ein bisschen Munition für die Maschinenpistole. Das gefällt mir auch außerordentlich gut. Dass hier so viele von den Krabbelviechern rumlaufen, gefällt mir aber eher weniger. Ja gut, wenn man die rechtzeitig sieht und einen Schritt auf den Kopf zielen kann, sind die auch relativ schnell down. Und da ist die Zeitlupe auch sehr von Vorteil. Aber es geht trotzdem stark an die Munitionsreserven hier. Ja, schön, hier bricht wieder alles zusammen.
Salzinjektoren brauche ich nicht. Hier muss ich runter. Ja, auch wieder speichere Daten. Hab ich dich gehört, Kleiner? Ich habe jetzt immer die Lautstärke ein bisschen hochgedreht bei mir. Deswegen bin ich jetzt doch ein bisschen, gerade sagen, ein bisschen besser. Naja. Da ist er. Und Hinweis. Kampftest. Denken Sie daran, dass heute die Tests mit scharfer Munition beginnen. Die Arena wird daher für Personal mit einer Sicherheitsstufe unter Level 2 gesperrt. Diejenigen von Ihnen, die in der Mittagspause die Arena-Monitore zum Fernsehen genutzt haben, können auf die Tagungsräume ausweichen, aber bitte achten Sie darauf, dass Sie die Räume in geordnetem Zustand wieder verlassen, falls Sie unangemeldet Besuch bekommen. Ach, sehr nett. Jetzt lohnt sich die Panzerung noch ein bisschen mehr. Das Wort Arena und scharfe Munition gefällt mir überhaupt nicht. Also diese Kombination aus Worten. Das heißt, uns steht da vielleicht doch bald ein kleines Arena-Kämpfchen bevor. Mit irgendwas Bösem. Hoffentlich nicht mit einem Haufen von den Freaks. Aber scharfe Munition, die Viecher benutzen ja keine Munition. Haufen von den Klonsoldaten? Das kann sein. Erstmal mit dem Fahrstuhl fahren. Dim, di, dim, dim, dim. Bisschen Fahrstuhlmucke, bisschen Fahrstuhlmucke. Das Handy gucken ist nix. Da hängen ein paar Freunde rum. Ja, da hängen ein paar Freunde rum. Das war ja schön, dass sich das von selbst erledigt hat. Ja, und hier bummert's und scheppert's als noch weiter. Sturmgewehr, Panzerung ist voll, Schrotgewehr ist voll, Energie ist voll. Das sieht mir doch sehr stark nach besagter Arena aus. Bisschen mehr Munition wäre ganz nett, bevor man mich in die Arena wirft. Liegt hier oben vielleicht noch was an Munition? Nee, natürlich nicht. Ich gehe mit 150 Schuss in die Arena. Ja, das sieht nach Spaß aus. Ja, jetzt geht's los. Nun, Junge, hier ist Schutz für dich. Und ich werde dich kein Stück vermissen. Aber wo du gerade hier bist, zeig ich dir was. Ein Typ namens Harlan Waite hat diese Anlage entworfen. Er hatte die Idee mit den Replikas. Geklonte Soldatenpuppen, die auf telepathische Befehle von Psychokommandern reagieren. Völlig abgedreht. Diese Missgeburt sollte mal ein Commander werden. Das war mal ein Commander. So wie du und ich. Aber der Prozess, der einen brauchbaren Commander erzeugt, hat einen Preis. Mit dem richtigen Grad an Verstärkung kann dieses Ding Replikas steuern. Aber ihn kann bis jetzt noch niemand kontrollieren. Nicht sehr hilfreich bei militärischen Einsätzen. Aber genau das, was ich im Moment brauche. Wie wär's mit einer Vorführung? Dann wollen wir sie begrüßen.
Dass du in die Hölle kommst, ist mir klar, aber wir werden uns da nicht sehen. Wenigstens einen Speicherstand direkt nach...